Jahresfahrt nach 2019 aus Binningen wird Ihnen präsentiert von Colinia Schlüsselservice, Raiffeisen, Le Bricot Museum in Binningen, Keinz Goldschmidt Uhren- und Schmuckbörse und Bestattungen Kopp und Co. im Schofmattweg. So, und die zweitletzte Fasnacht sind wir auch noch besuchen in Binningen. Gleichzeitig findet Mutten statt. Auch hier werden wir darüber berichten. Bei mir ist aber, wenn wir in Binningen sind, der Vize, ob man hier auf dem Fasnachtskomitee, der Pauli. Pauli, dieses Jahr, was gibt es zu Binningen zu erzählen? Ich sehe eine pumpenvolle Strasse, das ist ja der Hammer. Das ist richtig so. Wir haben wieder ein super Wetter, das wir schon lange nicht mehr hatten. Das freut mich, das tut auch ein bisschen das Ganze ein bisschen anregen. Hast du übrigens mitgekriegt? Im Vorfeld hat es nämlich geheißen, ja, Bauernfasnachten, die haben ein bisschen mehr, aber... Nein. Wenn Engel reisen, dann strahlt der Himmel. Das ist ja so. Wir sind sehr erfreut. Wir haben etwa wieder 65 Einheiten, die hier mitmachen. Sprich, etwa 520-30 Teilnehmer. Das war der letzte Stand, den ich eingeholt habe. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Wir haben, denke ich, auch ein bisschen mehr Musik dieses Jahr. Das ist auch toll. Und wenn man hier die Pracht anschaut, bei diesen Leuten, das ist ja sensationell. Vor allem, also ich mag mich erinnern, normalerweise ist es nach anderthalb Runden fertig. Ja. Wir sind bereits schon in der zweieinhalbten Runde. Es hört, glaube ich, nicht mehr auf. Nein. Sie haben auch noch weiter Material. Pauli, jetzt interessiert mich mal noch, normalerweise die Komitee, da haben wir immer das Gefühl, das sind so glatte Siechen und ja, das ganze Jahr so lustig. Wie sieht das aus in der Vorbereitungsarbeit? Wer ist da alles involviert? Wer braucht es da dazu, um so etwas überhaupt anzukriegen? Also wir sind sieben Stück im Komitee, wo oben durch das organisieren. Natürlich hat es auch viele andere Helfer noch im Hintergrund. Und da möchte ich mal denen auch Dankeschön sagen für das. Auch möchte ich den Sponsoren Dankeschön sagen, die das Ganze eigentlich ermöglichen, dass wir die Fasnacht noch durchführen können. Und das ist toll. Jetzt Plakette. Wir haben sie hier gerade bei dir in Übergröße hängen. Binninger Plakette, was drückt sie aus dieses Jahr? Was ist Sujet und was steckt hier dahinter? Sujet hat natürlich mit dem Preisjassen zu tun. Wir haben ja zuerst noch gedacht, ja, das könnte vielleicht das Binningerfest noch reintatschen. Das ist ja so, das ist immer eine Auswahl. Da können Plakette, kann jeder mitmachen an diesem Wettbewerb. Und wir tun das in einer geheimen Sitzung, also die Nacht der langen Messer. Wir wissen nicht, wer das vorlegt, sondern das tun wir dann aussuchen. Und wir haben gedacht, wenn unser Vereinspräsident nicht zählen kann oder im Kopf behalten, dann müssen wir das sonst. Wie das mittlerweile schon Usus ist, wir sehen uns jetzt in Kürze wieder, wenn der Pauli und ich ins Nachtleben einsteigen, hier in Binningen im Glunkikeller. Das ist mein lieber selber! Meine Kleider sind total verrissen. Auf Basel, Deutsch geht's im Bescheiden. Ich frag ihn dann, wieso sehst du so drin? Hey, ich bin der Tramler auf Saint-Louis. So, jetzt bin ich hier reingekommen, habe einen sehr guten Schnitzelmann gehört. Pauli, jetzt müsst ihr mir sagen, warum Abschluss jetzt an der Binninger Fasnacht hier im Glunkikeller? Das ist eine ganz eindeutige Sache. Die Vorstadt Glunki, die sind einfach hier die Ältesten. Und wir haben schon seit zig Jahren hier
immer Remi Demi. Und was wir eigentlich noch sagen wollen, weil wir Vorstand Klunki sind auch massgebend beteiligt mit den Wägletrampen zusammen, um die Phase noch zu organisieren. Das braucht immer einen Haufen Leute. Es braucht Enthusiasmus. Du siehst selber, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Sag mal, wann hast du das letzte Mal einen Gast im Mann gehabt? Am Mittwoch. Also bist du schon noch aktiv? Ja, ja, ich bin. Ich sehe halt den Pauli immer nur in Zivil als Verantwortlicher für alle. Und jetzt hören wir das Gespräch auf. Ich habe mir etwas überlegt. Wenn ich schon im Glunki-Keller unten bin, probieren wir etwas. Eine alte Tradition von Binnigen sagt, nach einem Appenzeller wird's nicht breit. Voilà. Hoppla. Nach dem zweiten und dem dritten fährst du im Kopf schon wie auf einem Schlitten. Nehmen wir noch mal einen. Aber nur Tee drin. Beim vierten und fünften, da wirst du nicht holen. Nein, nein, fühlst du dich bei der Glunki ganz daheim. Nehmen wir noch mal einen. Sali Pauli. Oh Gott, Dami, das ist aber zäh, du ehrlich. Der sechste und siebte lassen wir raus. Find nicht mehr aus dem Keller raus. Komm, dann lassen wir raus. Da geben wir gerade mal. Gib mal einen raus. Nehmen wir noch einen. Beim 8. bist du schon schwer in Not. Für den Hype bist du definitiv schon zu spät. Jetzt fehlt der, der dir gesoffen hat. Geh gerade weiter. Der 9. gibst und bist nicht weiter. Und beim 10. freust du dich schon auf Fasnacht. Wieder den nächsten. Wieder. Zum Wohl. So, das wär's gewesen. Der Bericht von der Binnigen Fasnacht. Nächstes Jahr einfach im Glunki-Keller zum grossen Remi Demi. Sali Bauli. Das geht wieder nicht. Die Fasnacht 2019 aus Binnigen ist Ihnen präsentiert worden von Colinia Schlüsselservice, Raiffeisen, Le Bricot Museum in Binnigen, Keinz Goldschmidt Uhren- und Schmuckbörse und Bestattungen Kopp & Co. im Schofmattweg.